Hallo, hallo, meine Lieben. Nun, ich begrüße euch zu der 14. Episode. Nun, ich schaff's endlich wieder mal hier aufzunehmen. Diesmal geht es darum, ein Konzert zu organisieren und, also wir brauchen noch neue Mitglieder. Und anscheinend erleben wir eine neue Überraschung. Und also, das ist jetzt der zweite Teil und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, hier mir zuzuschauen. Und ich freue mich natürlich auch immer noch über eure Kommentare, über eure Fragen sind mir immer willkommen. Außer es Fragen, ja, wie heißt jetzt das Lied, was du im Intro benutzt oder mit welchem Programm du schneidest. Das wird ab sofort in der Infobox stehen. Solche Fragen, die eigentlich offensichtlich ist oder die schon mehrmals gestellt sind, werde ich nicht mehr beantworten. Das meiste wird sowieso in der Infobox stehen. Nun gut, also beginnen wir doch mit der 14. Episode. Also, ich habe Alexi erklärt, was mir Cassiel kurz vorher gesagt hatte. Heißt das, das Konzert findet nicht statt? Doch, aber wir müssen unbedingt noch mehr Leute für die Band finden. Mist, ich kenne noch nicht besonders viele Leute hier auf der Schule, also keine Ahnung, wen wir fragen können. Ich kümmere mich darum, wir finden bestimmt jemanden. Ja, du hast recht, man muss positiv denken. Meinst du, wir können dann auch schon anfangen, Werbung zu machen? Für das Konzert? Ja, wenn wir den Saal voll kriegen möchten, müssen wir auch außerhalb der Schule Werbung machen. Wir können zum Beispiel Poster machen. Ja, gute Idee. Dann kümmere ich mich darum. Bestimmt kriegen Viola und ich eine schöne Collage hin. Super, danke. Dir viel Glück bei der Suche. Keine Sorge, ich finde schon noch Bandmitglieder. Daran zweifle ich nicht. Ich komme wieder vorbei, sobald Viola und ich entschieden haben, was wir machen. Bis gleich. Bis gleich. Gut, dann werde ich mal nach Lissander suchen, um herauszufinden, welche Instrument in der Band noch fehlen. Immerhin hat er schon mal auf einer Bühne gestanden. Gut, also suchen wir Lissander. Meinst du, wir sollten eine Liste der Leute machen, die zum Konzert kommen? Ja, das ist eine gute Idee. Keine Ahnung, machen wir uns damit nicht eher überflüssige Arbeit. Ja, ja, ist eine gute Idee. Das könnte für das nächste Mal interessant sein. Falls wir nochmals ein ähnliches Event organisieren, dann können wir die Leute direkt anschreiben. Ja, stimmt. Also, Lissander. Hallo, gut geschlafen? Hallo, hast du gestern noch lange gelernt? Oder hallo, hast du gestern noch lange gespielt? Ja, hast du noch gespielt? Ja, wie immer. Wow. Das kürzeste Gespräch ever. Hallo, Lissander, ich wollte dich fragen, wie viele Musiker ihr hattet, als du das letzte Mal aufgetreten bist. 3. Glaube ich. Ja, 3. 2 Gitarristen und einen Drummer. Warum? Damit ich weiß, was für Musiker wir noch für das Konzert suchen müssen. Bisher spielt ja nur Cassiel. Oh, verstehe. Ich würde dir gerne helfen, aber ich fürchte, die Leute, die ich kenne, werden wohl kaum in einer Schule auftreten. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Du scheinst dir deine Sache ganz schön sicher zu sein. Das täuscht, ich habe keine andere Wahl. Oh. Oder, oh, tut mir leid. Ja, das täuscht. Ich habe Angst, keinen zu finden. Keine Sorge, du bist nicht allein. Seit du die Idee mit dem Konzert hattest, fassen alle mit an, oder? Ja, stimmt. Ich werde trotzdem die Musiker fragen, die ich kenne, ob sie vielleicht mitmachen möchten. Man weiß ja nie. Danke. Ich werde alle einmal fragen, ob sie vielleicht beim Konzert spielen können. Außer natürlich Emma, ihre Freundin und Carla. Das lohnt sich nicht.
Nathaniel möchte ich auch nicht unbedingt fragen. Ich kenne ihn mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass er nicht unbedingt einen Zoom-Mensch spielt. Ja. Bist du zufrieden? Hast du jetzt die ganze Schule um den Finger gewickelt? Was meinst du damit? Ich höre die ganze Zeit überall deinen Namen. Alle reden nur noch von deiner Idee. Bist du zufrieden? Fühlst du dich jetzt wichtig? Bist du etwa eifersüchtig oder ich war schon immer wichtig? Ja, ich sage jetzt mal, ich bin schon immer wichtig. Guter Witz, soweit ich weiß, fragt man nicht nach deiner Meinung, wenn die Schule etwas organisiert, sondern meinen Bruder. Ich kann dir auch mal in den Arsch treten. Spielst du irgendein Instrument? Ich? Nein, überhaupt nicht. Aber dafür kann ich nähen. Ich glaube, das hilft uns im Moment nicht wirklich weiter. Doch, klar, wir können für das Konzert doch Outfits nähen oder so. Light wäre bestimmt auch einverstanden. Besondere Outfits? Ich bin nicht sicher, ob die Jungs das gefallen wird. Ihnen bleibt keine andere Wahl. Warte bitte trotzdem lieber noch ab, bis ich mit ihnen gesprochen habe, bevor du Leid fragst. Du bist echt manchmal kompliziert, aber okay, wie du willst, dann warte ich, bis du mir grünes Licht gibst. Danke, Rosalia. Ja. Ich konnte meinen Freund noch nicht erreichen. Tut mir leid. Ist nicht schlimm, ha, du hast es eher vergessen oder schade, es ist echt schwierig, jemanden zu finden. Ja, ist nicht schlimm. Doch, irgendwie schon. Aber keine Sorge, ich erreiche ihn bestimmt später. Danke für deine Hilfe. Spielst du irgendein Instrument, Viola? Nein, außer dass ich manchmal mit meinem Besteck auf dem Geschirr herumtrommle. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Tut mir leid, wenn ich dir nicht helfen kann. Du hilfst mir schon sehr mit den Postern, die du mit Alexi machst. Ich werde mein Bestes geben. Also, Viola, du kannst das super. Du spielst nicht zufällig ein Instrument? Ich habe in der Grundschule mal Triangel gespielt. Geht es um das Konzert? Ja, aber ich bezweifle, dass eine Triangel das passende Instrument für die Band von Lysander und Castiel ist. Oh, schade, aber ich wäre bestimmt viel zu aufgeregt gewesen, um vor allen zu spielen. Triangel? Hallo? Oh mein Gott. Und ein anderes Instrument spielst du nicht? Nein, tut mir leid. Ist nicht schlimm. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Also, ich habe mir den Keller angesehen. Der ist echt riesig. Deswegen haben wir den Raum auch gewählt. Trotzdem läuft in dieser Schule irgendwie alles immer anders. Normalerweise finden solche Konzerte draußen statt. Wir waren eben schon immer etwas Besonderes. Dann sollten wir auch so weitermachen. Stimmt. Beeilt euch mal ein bisschen mit dem Konzert. Ich halte dieses Theater wegen deiner Idee langsam nicht mehr aus. Nee. Da ist auch niemand. Und? Stehen wir immer noch zu zweit auf der Bühne? Nein, ich werde jemanden finden, der mit euch auftreten kann. Dann wären wir also schon drei. Was für ein Fortschritt. Nein, ihr werdet zu viert sein, mit einem zweiten Gitarristen und einem Drummer. Und du meinst, es reicht? Lysander meint schon, und du bist wirklich noch nie aufgetreten? Warum willst du das wissen? Ja, also, weil du nicht zu wissen scheinst, dass drei Musiker und ein Sänger völlig ausreißen. Nur so aus Neugier, weil Lysander erzählt hat, dass er schon mal aufgetreten ist. Ich glaube, Cassie weiß das, also sagen wir jetzt nur aus Neugier. Ich habe wirklich noch nie auf einer Bühne gespielt. Das wird eine Premiere. Und? Hast du kein Lampenfieber? Eigentlich nicht. Es ist ja sowieso eher der Sänger, der im Mittelpunkt steht. Ich bin sicher, dass du das Publikum auch ganz schön beeindruckst. Oh, da mache ich mir keine Sorgen. Ich weiß, dass es zumindest eine gibt, die nur Augen für mich hat. Stimmt's? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich sollte mich bemühen, ihn beim Konzert nicht zu oft anzugucken, sonst hört das Gerede nie auf.
Ja. Und konntest du sie von den Outfits überzeugen? Nein, ich habe bis jetzt noch mit keinen geredet. Mist, ich kann es kaum erwarten, mit dem Nähen anzufangen. Ich habe schon viele coole Ideen für die Outfits. Warten wir erstmal ab, ob sie überhaupt wollen. Klar werden sie einverstanden sein. Also wir haben ja eigentlich drei Möglichkeiten von Bildern. Erstens Lissana, dann Castiel und dann noch das mit Nathaniel. Kentin und Armin kommen ja da leider noch nicht vor. Und ich plädiere ja eher darauf, dass ich Armins Bilder bekomme. Er telefoniert gerade, ich störe ihn lieber nicht. Ich frage mich, was Lissana für ein Handy hat. Spielst du ein Instrument, Armin? Ja, ich bin ein super Schlagzeuger. Echt? Das ist ja toll. Gerade den suchen wir. Ja klar, ich bin sicher gut. Wenn ich euch helfen kann, kein Problem. Du hast mich gerettet oder bist du sicher, dass du mit Cassie und Lysander spielen kannst? Ich frage jetzt, bist du sicher? Dann warte erstmal ab, bis du ihn spielen gehört hast. Okay, ich kann's kaum erwarten. Muss ich mein eigenes Zeug mitbringen oder habt ihr alles? Nein, ich bring lieber deins mit. Brauchst du Hilfe beim Tragen? So ein Schlagzeug ist schließlich ziemlich schwer. Nein, keine Sorge, das schaffe ich schon. Ich bring alles so bald wie möglich her. Okay, wie du willst. Nochmal danke. Super, wir haben einen Schlagzeuger. Yep. Armin ist in Richtung Schultor gegangen. Bestimmt geht er sein Schlagzeug holen. Ja, wir stehen noch im Raum. Spielst du ein Instrument? Ich habe in der Grundschule Flöte gespielt, genau wie du. Erinnerst du dich nicht mehr? Wir saßen nebeneinander. Ach ja, stimmt. Gitarre spielst du also nicht. Nein, mein Vater meinte, das wäre was für Kriminelle. Und wenn man sich Castiel ansieht, hat er damit gar nicht so Unrecht. Hey! Also mein Bruder spielt ja auch Gitarre und er ist überhaupt nicht kriminell. Schade, trotzdem danke. Oh, das wäre auch schön, wenn jetzt Kentin und Armin auch mitspielen könnten. Ja, Im Moment frage ich ihn lieber nichts. Ja, weil wir hätten auch keinen Grund, oder wir hätten ja auch keine Idee, was wir ihn fragen könnten. Also, Hauptflur, Klassenraum. Was müssen wir eigentlich machen? Müssen wir jetzt eigentlich hier rumlaufen? Und gehen wir mal in den Keller. Da ist auch niemand. Ach, die ständige Rumlauferei. Rumlauferei, ja. Wie geht's mal hier? Tada, tada. Da ist auch niemand. Hallo, was ist denn los? Frag Peggy, ob sie ein Instrument spielt. Frag Iris, ob sie ein Instrument. Du musst einen Schlagzeuger, einen zweiten Gitarristen. Ah, Peggy, Iris, wo seid ihr nur? Ich krieg die Krise. Ständig rum. Hopse. Dam, da-dam. Hallo Peggy, spielst du ein Instrument? Nein, und selbst wenn, würde ich nicht beim Konzert spielen. Wer würde sich sonst um die Fotos für die Schülerzeitung kümmern? Ich glaube, darum kümmert sich Rosalia schon. Trotzdem danke. Warte mal, ich hab gesehen, dass Viola die ganze Zeit mit irgendwelchen Blättern in der Hand herumläuft. Sie kümmern sich um die Poster, oder? Wenn ihr wollt, bitte ich meine Freunde außerhalb der Schule von dem Konzert zu erzählen. Ich habe echt ein gutes Netzwerk. Oh, warum nicht? Ich halte dich auf den Laufenden. Okay. Also, Iris, wo bist du? Ist bestimmt in Klassenraum. Ach ja, der Bruder von Iris spielt auch Gitarre. Vielleicht kann sie ja auch ein bisschen was. Alles in Ordnung, Rich? Du guckst so komisch. Bitte sag mir, dass du Gitarre spielst. Ja, ein bisschen. Warum? Möchtest du dann nicht in der Band spielen? Wir brauchen noch Musiker. Oh, ich weiß nicht, ich habe bestimmt schlimmes Lampenfieber. Keine Sorge, das schaffst du. Und du bist ja auch nicht allein. Einverstanden, ich versuch's, aber erstmal muss ich meinen Bruder überreden, dass er mir seine Gitarre leiht.
Meinst du, das macht er nicht? Doch, aber ich muss bestimmt eine Woche lang seine Aufgaben im Haushalt übernehmen, damit er ja sagt. Oh, das tut mir leid. Kein Problem, endlich kann ich auch mal etwas beitragen. Ich dachte, ich wäre die Einzige, die nichts tut. Also umso besser. Nein, nein, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Emma und ihre Freundin machen keinen Finger krumm. Arme Amber, dabei könnte sie ausnahmsweise mal Spaß mit uns haben. Da verlangst du aber zu viel von ihr. Super, wir haben also einen Schlagzeuger, eine Gitarristin. Ich sollte den Jungs Bescheid sagen. Geh zu den Jungs zurück. Sie sucht irgendwas in der Tasche. Wo habe ich bloß dieses dämliche Mikro hingetan? Ich sollte sie lieber nicht weiter stören. Ah, da seid ihr ja. Dreimal dürft ihr raten. Ich habe einen Schlagzeuger und eine Gitarristin gefunden. Umso besser. Ich habe eben mit meinem Freund telefoniert und er möchte nicht in der Schule auftreten. Okay, das trifft sich ja gut. Und wen hast du dafür gefunden? Armin und Iris. Okay, wenigstens zwei Leute, die man aushält. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir das mal sagen würde, aber echt gut gemacht. Danke. Und die Instrumente? Iris leiht die Gitarre von ihrem Bruder und Armin bringt sein Schlagzeug mit. Braucht er Hilfe beim Tragen? Nein, er meinte, er bekäme das alleine hin. So ein Quatsch, dafür muss man ja mehrere Male hin und her laufen. Naja, dann können wir wenigstens endlich anfangen zu proben. Ich guck mal, wie weit Alexi und Viola mit den Postern sind. Sag mir Bescheid, wenn alle da sind. Ich kann's kaum erwarten. Gut, also Treppe hoch, Flur runter, Klassenraum. So, wie weit seid ihr? Wir sind fast fertig. Es fehlen nur noch die Namen der Bandmitglieder und die Poster können gedruckt werden. Super, soll ich euch die Namen geben? Ja, also es spielen Lissander, ist schon notiert, und Castiel auch. Okay, außerdem noch Iris. Moment, ist notiert. Er hat etwas auf die Postentwürfe gekritzelt und Armin. Okay, Moment. Armin? Er spielt? Aber was für ein Instrument denn? Schlagzeug. Soll das ein Witz sein? Das einzige Schlagzeug, das mein Bruder spielt, ist das von. Oh. Was für ein Idiot. Er ist weggerannt. Ich verstehe gar nichts mehr. Soll ich Armins Namen jetzt auf das Poster schreiben oder nicht? Da habe ich so meine Zweifel. Warte, ich gehe Alexi suchen. Okay. Gut. Was? Ich weiß nicht mal, wo das Problem ist. Der Sound ist super. Armin, Lissana, Castiel, Iris und Alexi sind alle da. Die Jungs sehen enttäuscht aus. Aber Armin, du kannst doch nicht auf dem Ding spielen. Das ist auch technisch gar nicht möglich. Und wir machen uns zu Idioten. Was ist denn los? Armin hat sein Zeug von Guitar Hero angeschleppt. So ein Spiel, mit dem man auf einer unechten Gitarre und einem unechten Schlagzeug spielt. Oder singt. Oder singt. Das heißt, ein echtes Schlagzeug kannst du gar nicht spielen, Armin. Bei dem Spiel hat man nur vier Schlagflächen. Ich glaube, ein echtes Schlagzeug ist komplizierter und ich habe keine Lust, irgendwas zu machen, wovon ich keine Ahnung habe. Okay, dann haben wir also keinen Drummer. Doch, ich spiele hier drauf. Dann können wir ein paar echt bekannte Lieder spielen. Das gefällt bestimmt allen. Nein. Auf keinen Fall. Gib's auf, Armin. Das war eine dämliche Idee. Schon gut, ich hab's verstanden. Dann stehen wir also wirklich ohne Schlagzeuger da. Auf eine zweite Gitarre hätten wir vielleicht noch verzichten können, aber der Schlagzeuger ist wirklich wichtig. Oh nein. Vielleicht können wir die anderen ja nochmal fragen. Ich habe schon alle gefragt. Und meine Freunde wollen hier nicht spielen.
Wir sitzen echt in der Patsche. Bist du sicher, dass du alle gefragt hast? Klar, wenn ich es doch sage, jedenfalls alle außer Emma und ihren Freundinnen. Hast du Nathaniel gefragt? Wie bitte? Hast du Nathaniel gefragt? Und wieso sollte sie ihn fragen? Warum denn nicht? Vielleicht spielt er ja sogar Schlagzeug und will es versuchen. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Da kümmere ich mich lieber einen Monat lang um den Hund der Direktorin. Dieser Hund hat echt alle verrückt gemacht. Warte doch lieber erstmal ab, bevor du dich aufregst. Soll ich Nathaniel dann also mal fragen? Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Okay, ich gehe mal zu ihm. Ich bin Cassiels wütendem Blick ausgewichen und gegangen. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt möchte, dass Nathaniel zustimmt. Ich komme mit dir. Okay. Armin tut mir leid. Er hat's ja nur gut gemeint. Ich hätte so etwas ahnen müssen, als er meinte, er würde sein Zeug ganz alleine herbringen. Lissandra und Cassia schienen es wütend zu sein, aber ich fand's lustig, du nicht? Stimmt, es war schon lustig, nicht wirklich. Schließlich haben wir jetzt niemanden, der spielen könnte. Ja, es war lustig. Er schleppt sein Zeug von Guitar Hero an. Das müsste man eigentlich so animiert mal sehen. Ich würde mich kaputt lachen. Ja, oder? Schade, dass er jetzt nicht mit uns in der Band ist. Ich hätte ihn gern besser kennengelernt. Er ist ja noch nicht lange hier auf der Schule. Du lernst ihn noch besser kennen, oder? Hey, lass die Finger von Armin. Ja, eigentlich hätten wir keinen Grund, eifersüchtig da zu sein, aber ich hätte jetzt einfach mal so Lust. Hey, lass die Finger von Armin, weil wir interessieren uns ja für Armin jetzt hier. Ich sag jetzt mal das. Oh, ich habe nicht vor, mich an ihn ranzumachen. Ich dachte mir nur, er wäre bestimmt ein guter Kumpel. Das hoffe ich für dich. Bullewald. Was? Wie süß. Vielleicht hätte ich das lieber nicht sagen sollen. Oh, ich habe ganz vergessen, meinen Bruder nach der Gitarre zu fragen. Ich gehe mal schnell zu ihm. Bis später. Okay, bis später. Anscheinend ist Iris Bruder auch hier auf der Schule. Die Typen sind echt stressig. Naja, ihnen vorzuschlagen, Schlagzeug auf einem Videospiel zu spielen, ist auch nicht gerade. Damit hätten wir uns von den anderen Bands unterscheiden können. Und du? Hast du eigentlich schon mal Guitar Hero gespielt? Nein, noch nie. Oder klar, ich bin Profi. Ist ja immer so eine Frage, wenn Armin fragt, ja, hast du das schon mal gespielt? Haben wir eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, ja, wir kennen das Spiel oder wir kennen es nicht. Und je nachdem ist immer unterschiedlich, wie Armin reagiert. Entweder er reagiert dann positiv, wenn wir sagen, ja, klar, ich bin Profi. Sagt er, oh cool. Oder eben er ist dann anders und meint dann, ja, ne, langweilig, wenn man schon immer alles kann. Oder, ja. Von darum her glaube ich jetzt eher, wenn er so fragt, nein, noch nie. Ha, sogar gestiegen. Kannst du das nicht? Nicht so wirklich, das ist für mich immer zu schnell. Ja, ich bin sowieso. In solchen Spielen, was um Schnelligkeit kam, habe ich nicht so die schnellen Reflexe. Dann muss ich dir mal beibringen, wie man das richtig spielt. Ach ja? Ja, das wäre bestimmt cool und Alexi kann das Mikro nehmen. Er singt echt schlecht, aber es ist lustig. Gut, es hat ihm Freude gemacht. Also, das ist ja auch quasi so eine Einladung. Ja, wir müssen mal was zusammen machen. Und du hast den Trottel. Und hast du den Trottel gefragt? Nein, noch nicht. Und willst du ihn wirklich fragen? Habe ich etwa eine andere Wahl? Oder? Ja, klar. Ja, klar. Kannst du nicht einfach behaupten, dass du mit ihm geredet hast? Sowas mache ich nicht, das weißt du. Dann solltest du dich ändern. Denn wenn ich mit diesem Idioten auf der Bühne stehen soll und auch noch mit ihm proben muss, hast du nachher noch jemanden auf dem Gewissen. Keine Sorge, das überlebst du schon. Ich schon, er nicht.
Ach komm. Nathaniel ist C, der kriegt das Auto auch noch hin. Ich habe gehört, Armin wollte auf dem Schlagzeug von Guitar Hero spielen. Ja. Haha, ich hätte zu gerne Lissandas Gesicht gesehen. Er wirkte ziemlich genervt. Das kann ich mir vorstellen. Ihm ist Musik echt wichtig. Da ist es klar, dass ihn das ärgert. Der arme Armin. Ja. Wenn du den Typen bei den Proben und beim Konzert ertragen musst, bist du. Wenn ich den Typen bei den Proben und dem Konzert ertragen muss, bist du schuld. Ja, ich hab's verstanden, Kastian. Das musst du mir jetzt nicht noch genauer erklären. Ach, da bist du. Ich wollte dich etwas fragen. Hast du vielleicht kurz Zeit? Was willst du denn wissen? So wirst du rot. Ich wollte dich nur was fragen. Weißt du, wegen dem Konzert? Wir haben noch keinen Schlagzeuger. Ah, möchtest du, dass ich jemanden finde, der spielen kann? Eigentlich habe ich mich gefragt, ob du vielleicht Schlagzeug spielst. Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern wollen mich nicht zum Musikunterricht anmelden. Sie dachten, dann würde ich weniger für die Schule tun. Oh nein, dann müssen wir wohl ohne Schlagzeuger auskommen. Kann denn sonst niemand spielen? Nein, ich habe schon alle gefragt und Lysander konnte auch seine Freunde nicht überzeugen, für uns zu spielen. Oh, wenn das so ist, kann ich es versuchen. Was? Ich kann versuchen, beim Konzert zu spielen. Das wäre mal was anderes. Ich wollte immer schon Mu Musik machen. Wir müssen nur aufpassen, dass meine Eltern nichts davon erfahren. Aber du hast doch gesagt, du kannst es nicht spielen. Ich lerne schnell und eine andere Lösung gibt es doch nicht, oder? Nein, nicht wirklich. Dann machen wir das also so. Er scheint Spaß an der Sache zu haben. Kastiel wird mich umbringen. Das Problem ist nur, dass ich kein Schlagzeug habe. Dann müssen wir also eins finden. Ich glaube, ein Freund von Kim hat Schlagzeug gespielt, dann aber damit aufgehört. Sie hat überall herumgefragt, ob wir das Schlagzeug vielleicht kaufen wollten. Echt? Dann werde ich ihn fragen, ob er es uns vielleicht leihen kann. In Ordnung. Ich sage mal den anderen Bescheid, dass ich auch mit in der Band spiele. Nimm lieber deine kugelsichere Weste mit. Man weiß nie. Ja. Nathaniel soll in der Band spielen? Ja. Super, dann kann die Vorbereitung ja jetzt weitergehen. Wenn wir die Vorbereitung bei jeder neuen Schwierigkeit unterbrechen, werden wir damit nie fertig. Ja. Ich habe eben Lärm im Keller gehört, aber ich habe mich nicht getraut, dort nachzugucken. Weißt du vielleicht, was da los ist? Vielleicht hast du Schmerzensschrei gehört? Nein, dann ist alles gut und sie haben sich bisher noch nicht gegenseitig umgebracht. Umgebracht? Wovon redest du? Ach, mach dir doch nicht ins Hemd gleich. Es hat geklappt. Ich habe meine Gitarre, das heißt die von meinem Bruder. Dann musst du jetzt für ihn im Haushalt helfen? Nein, er war ausnahmsweise mal nett. Ich musste ihm nur versprechen, ihm beim nächsten Mal bei seiner Ausrede zu helfen, wenn er weggehen will, ohne dass unsere Eltern was merken. Und du hast zugestimmt? Klar, mein Bruder verlässt sein Zimmer so gut wie nie. Weißt du das oder glaubst du das nur? Ja. Also, ich wollte eben in den Keller gehen, aber da war mir zu viel los. Deshalb bin ich lieber hier geblieben. Kein Wunder, wenn Nathaniel und Kassier zusammen da unten sind, ist es vernünftiger, hier zu bleiben. Wir müssen trotzdem jetzt runter. Ich habe gehört, ein Freund von dir hat ein Schlagzeug. Ja, er wollte spielen lernen, aber dann hat er doch keine Lust mehr. Willst du das Schlagzeug kaufen? Nein, nicht wirklich. Ich wollte eher fragen, ob wir es uns vielleicht für das Konzert leihen könnten. Bestimmt, und außerdem ist er mir auch noch was schuldig. Ich frage ihn mal und sag dir dann morgen Bescheid.
Okay, danke, Kim. Du bist unsere Rettung. Kein Problem. Super, jetzt sollte ich mir mal die Poster von Viola und Alexia angucken. Also, Poster angucken gehen. Da ist niemand. Mal hier rein. Da ist auch niemand. Gleich anderes Zimmer. Und wie läuft es? Ganz gut. Er hat noch nicht mit mir geredet. Aber ein paar Mal von den anderen haben Lärm aus dem Keller gehört. Er hat sich über Lissana aufgeregt. Es hat mich wirklich gewundert, wie der dabei so ruhig bleiben konnte. Kassil war ziemlich beleidigend. Vielleicht hat er Angst, Lissana ist eben die Geduld in Person, oder du bist auch ziemlich geduldig. Ja, Lissana ist eben die Geduld in Person. Das stimmt. Ich glaube, Lissana ist sich gewöhnt mit Kassil. Die Poster von Alexi und Viola sehen echt toll aus. Die beiden haben wirklich einen guten Geschmack. Hast du die Poster gesehen? Ja, sie haben uns gefragt, welches Poster wir besser finden. Sie haben es sogar geschafft, Kassil zu fragen, bevor er gegangen ist. Echt? Mist, ich habe sie noch nicht gefragt. Mist, mich haben sie noch nicht gefragt. Du läufst die ganze Zeit von einem Ort zum anderen. Da haben sie dich wahrscheinlich einfach noch nicht gefunden. Geh am besten mal ins Klassenzimmer. Sie sind bestimmt noch da. Okay, danke. Und wähle das lilane und rosafarbene Poster. Das ist am schönsten. Ich guck sie mir mal an. Also, gehen wir Poster angucken. Und? Wie sieht es aus? Wir haben drei verschiedene Poster gemacht und alle gefragt, welche ihnen am besten gefällt. Und jetzt steht es unentschieden und jeder Poster hat 5 Stimmen. Und jetzt soll ich entscheiden. Ja, aber ich bin sicher, du wählst das Beste aus. Das, mit dem wir möglichst viele Leute auf den Konzert aufmerksam machen. Setz mich nicht so unter Druck. Ha, das war ein Scherz. Und für welches stimmst du? Das lilafarbene und rosafarbene, das neutrale Poster, das dunkle Poster. Eigentlich wäre es noch praktisch, wenn wir ein Bild sehen würden. Dann kann man sich doch besser entscheiden. Aber wenn wir das neutrale Poster wählen, bekommen wir am Ende von der Episode eine Haarspange. Darum nehme ich jetzt das. Okay, dann lassen wir davon einen Haufen Exemplare drucken. Und an welchem Datum soll das Konzert stattfinden? Wir haben geschrieben, dass es in 3 Wochen stattfindet. So spät? Kasti meinte, er wollte noch ein bisschen mit allen proben, um wirklich vorbereitet zu sein. Oh, okay, ich weiß nicht, ob ihr schon mit Peggy geredet habt, aber sie wollte uns helfen, Werbung für das Konzert zu machen. Am besten sagt ihr Bescheid. Gute Idee, sobald alles gedruckt ist, geht's los. Okay. Wir sind schon weit gekommen. Der Tag heute war echt anstrengend. Ich gehe jetzt lieber nach Hause. Der Rest kann bis morgen warten. Gehen wir nach Hause. Uff, ich dachte schon, ich würde dich nicht mehr finden, bevor du nach Hause gehst. Was ist denn los? Ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, was wir machen können, damit man die Band auch von überall gut sieht. Es gibt nur eine Lösung. Wir brauchen eine Bühne. Aber wo sollen wir die hernehmen? Die Direktorin hat klipp und klar gesagt, dass sie keinen Cent für das Konzert ausgeben wird. Genau, aber vielleicht brauchen wir gar keine Mieten. Aber bei der Vergabe der Abschlusszeugnis hat die Schule eine Bühne. Wir können darum bitten, uns diese auszuleihen. Mr. Fares stimmt bestimmt zu, da bin ich sicher. Sollen wir ihn fragen gehen? Nein, ich wollte dir nur Bescheid sagen, damit du dich nicht wunderst, falls morgen eine Bühne im Keller findest. Morgen? So schnell? Ja, ich habe Melody gebeten, da zu bleiben. Dann können wir die Bühne gleich aufbauen, wenn Mr. Fares zustimmt. Er und Melody? Nein, das lasse ich nicht zu. Oder okay, viel Erfolg euch beiden. Genau, ich sage jetzt einfach okay, viel Erfolg. Viel Erfolg euch beiden. Ich hätte jetzt eher das getippt, wenn das jetzt Armin wäre. Aber diesmal ist ja nicht die Nathaniel-Version. Von dem her machen wir das. So verkürzen wir auch ein bisschen das Let's Play. Sagen wir mal so. Okay, viel Erfolg euch beiden. Ich bin direkt nach Hause gegangen. Am nächsten Morgen hat mein Wecker nicht geklingelt und ich musste zur Schule rennen, um nicht zu spät zu kommen.
Ich werde mal im Keller nachsehen, ob sie es geschafft haben, die Bühne aufzubauen. Gut. Wow. Als er von einer Bühne geredet hat, habe ich gedacht, das wäre so ein kleines Ding. Aber die Zeugnisvergabe muss mit der Bühne ja eine Riesenveranstaltung gewesen sein. Das nenne ich mal eine Überraschung. Ah, da bist du, Lysander. Wie du siehst, haben Nathaniel und Melody ganze Arbeit geleistet. Die beiden haben die Bühne aufgebaut. Dann muss ich mich bei ihnen bedanken gehen. Jetzt können wir in einer richtigen Konzerthalle proben, obwohl noch ein paar Kleinigkeiten fehlen. Was sind für Kleinigkeiten? Die Instrumente zum Beispiel. Ach ja, Kim wollte heute das Schlagzeug vorbeibringen und Kassian und Iris können ihre Instrumente ab sofort auch hier lassen. Ich werde die anderen Bandmitglieder zu einer ersten Probe zusammentrommeln. Kannst du vielleicht Kim fragen, ob sie das Schlagzeug schon mitgebracht hat? Ja, ich gehe gleich zu ihr. Wow. Hallo Kenton, hast du zufällig Kim gesehen? Nein, aber ich habe die Bühne im Keller gesehen. Die ist super, oder? Ja, ich fand es beinahe schade, dass ich kein Instrument spiele. Ich meine, außer Blockflöte. Aber du musst zugeben, dass eine Blockflöte in der Band ziemlich lächerlich gewirkt hätte. Oder ja, schade, wenn du gespielt hättest, hätten wir so die Mädchen aus den anderen Schulen anlocken können. Ja, ich sag jetzt mal das. Ach ja, meinst du, das ist nett von dir? Kein Problem. Also, ich weiß zwar, dass ich gut aussehe, aber es ist trotzdem immer schön, das zu hören. Ja. Ah komm, es ist super, dass Kentin jetzt so aussieht und nicht mehr so wie früher. Echt klasse, die Bühne im Keller. Wenn die Jungs mir bloß erlaubt hätten, in der Band zu spielen. Die Bühne ist wirklich super. Da wird das Konzert sicher ein Riesenerfolg. Bestimmt, das war schon von Anfang an eine coole Sache. Aber jetzt wird's echt eine Nummer besser. Also. Die Poster hängen ab sofort überall in der Stadt. Keiner kann behaupten, er hätte sie nicht gesehen. Super, danke, Peggy. Sagen wir es so, das ist meine Art, mich bei dir zu bedanken, dass ich seit deiner Ankunft hier einiges zu schreiben hatte. Ich bin nicht sicher, wie ich das jetzt verstehen soll. Was wollte ich denn? Ah, Kim. Hallo Kastien, hast du dir schon den Keller angesehen? Nein, je weniger ich da runtergehe, desto besser. Wegen Nathaniel? Nein, weil ich Farbe Grau nicht mag. Wusstest du das etwa nicht? Das heißt wohl ja. Dank dir habe ich den jetzt am Hals. Ich hoffe, du bist zufrieden. Wir hatten keine andere Wahl. Benimm dich nicht wie ein Kleinkind. So schlimm ist das auch wieder nicht. Ja, sehr ausnahmsweise bin ich es mal, die dir das Leben schwer macht. Ja, sag jetzt mal das. Das hättest du auch anders haben können. Zum Beispiel meine Gitarrensaiten zerreißen, meinen Hund kidnappen oder ein Date mit der Direktorin organisieren. Was auch immer, aber nicht das. Da hast du dir echt was einfallen lassen. Danke, ich hab's notiert. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, deinen Hund zu kidnappen, aber was das Date angeht. Und? Das findest du lustig. Uff, er scheint sich beruhigt zu haben. Ja. Hey, könntest du mir vielleicht kurz helfen? Was machst du in der Gartenanlage? Kim versucht, zwei große Kartons zu transportieren, indem sie auf dem Boden hinter sich herzieht. Ja klar. Das ist das Schlagzeug von meinem Kumpel. Wir müssen es in den Keller bringen, aber ich habe Angst, es kaputt zu machen, wenn ich es so hinter mir herziehe. Nein, du hast recht. Ich helfe dir besser. Das wird ein Riesenerfolg, da bin ich mir sicher. Was auch immer die Direktorin für ein Projekt mit den Einnahmen aus dem Lauf finanzieren wollte. Dem dürfte nach dem Konzert nichts mehr im Wege stehen. Yep. Was macht ihr da? Wir räumen um. Könntest du vielleicht aus dem Weg gehen? Bitte. Sieht ziemlich schwer aus. Genau deshalb wäre es auch gut, wenn du aus dem Weg gehen würdest.
Zieh ab, ich hab noch was anderes zu tun. Geh in dein Näschen pudern oder was auch immer. Schon gut, kein Grund, sich so aufzuregen. Gut gemacht, Kim. Ja. Cool. Ah, stimmt, du hast die Bilder ja noch gar nicht gesehen. Das haut einem echt um. Komm, wir stellen das Schlagzeug gleich da oben auf. Ab. Okay. Das haut einen echt um. Komm, wir... okay. Wir haben das Schlagzeug zusammengebaut. Es war echt lustig mit Kim. Super, jetzt sieht das Ganze auch noch besser aus, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das Beste wäre, wir hätten noch einen Backstage-Bereich, wo die Jungs sich ausruhen können, oder? Ja, aber wir sollten... Aber wie sollen wir das hinbekommen? Weiß ich auch nicht. Ich gehe mal wieder... Mir tun die Arme vom Schleppen weh. Bis später. Bis später. Sie hat recht. So etwas wäre nicht schlecht. Rosalia wollte ja auch bei den Vorbereitungen helfen. Vielleicht können wir mit Hilfe von zwei großen Vorhängen zwischen Bühne und Wand so eine Art Backstage-Bereich schaffen. Ich werde sie mal fragen. Rosalia finden. Da ist sie auch nicht. Hallo, entschuldige, ich bin hier, bin ich hier richtig in der Svitamores-Schule? Ja, das ist hier. Super, ich dachte schon, ich hätte mich geirrt. Ich habe gesehen, dass hier ein Konzert stattfinden soll und ich wollte fragen, ob ich helfen kann. Das ist nett, aber warum möchtest du helfen? Wegen Lissandra. Wenn er bei dem Konzert singt, muss alles perfekt sein. Lissandra? Du kennst Lissandra? Ja, er hat in einer Band gesungen, die ich gut fand und ich bin ein Fan von ihm. Er ist wirklich klasse und sehr nett und sein Vorname ähnelt meinen. Ach wirklich, wie heißt du denn? Ich bin Lissandra, die Vorsitzende des Lissandra Fanclubs. Ist das ein Witz? Ich bin Rich. Lissandra hat einen Fanclub? Ja, wir haben sogar extra für ihn ein T-Shirt entworfen. Ich war dafür zuständig. Möchtest du eins? Ja, gerne. Nein, nicht wirklich. Ja. T-Shirt geht immer. Warum nicht? Ist doch lustig. Ups, das verschiebt sich jetzt wieder. Gut. Naja, kaufen wir das mal. Wir müssen uns wieder umziehen. Das sieht so bescheuert aus. Ja, ich ziehe das Kleid jetzt wieder drunter. Genau. So, bestätigen. Und wieder zurück in die Stadt. Hier, bitteschön. Und schon bist du ein Mitglied des Fanclubs. Super, wie viele... Was auch immer. Super, wie viele Mitglieder gibt es denn? Jetzt sind wir schon zwei. Du warst bis jetzt die Einzige? Lissandra ist noch nicht besonders bekannt, deshalb... Aber das ändert sich mit seinem Konzert. Okay. Katze, geh aus dem Weg. Hör auf. Geh weg. Ach. Minka, weg. Komm. Hast du gesehen, ich habe auch ein Tattoo. Ich habe auch sein Tattoo auf dem T-Shirt drucken lassen. Es ist echt schön. Warte mal. Er hat dir dein Tattoo gezeigt? Aber nein. Und woher weiß sie dann, wie es aussieht? Also dann, es war nett, dich kennenzulernen, Lissandra. Nina, was machst du denn hier? Oh, Lissandra. Lissandra! Sie ist ihm um den Hals gefallen. Was machst du denn hier, Nina? Ihre Anwesenheit scheint ihn nicht besonders zu stören. Ich wollte fragen, ob ihr Hilfe bei der Vorbereitung für dein Konzert braucht. Nina, hast du nicht gesagt, du heißt Lissandra? Lissandra? Das war ein Scherz. Oh, verstehe. Danke, das ist nett, aber mir wäre es lieber, du würdest in deine Schule zurückgehen.
deinem Alter sind die Lehrer noch strenger und ich will nicht, dass du Probleme bekommst. In ihrem Alter? Sie ist also viel jünger als wir. Okay, aber ich komme. Aber zum Konzert komme ich. Ich hoffe es. Es tut mir leid, aber ich sollte jetzt lieber Kassi suchen. Ich habe das Gefühl, er weicht mir aus. Oh, ich bin sicher, er beruhigt sich wieder. Er war nur wütend, dass du Nathaniel für die Band vorgeschlagen hast. Ich weiß, ich mache mir auch nicht allzu große Sorgen. Bis später, Rich. Es war schön, dich wiederzusehen, Nina. Tschüss. Er ist so süß. Zieht sie sich vielleicht wegen ihm so an? Es war jedenfalls nett, dich kennenzulernen, Rich. Wir sehen uns beim Konzert. Es hat mich auch gefreut. Bis bald, Nina. Hihi, sei mir nicht böse. Ich wünschte, ich würde wirklich so heißen. Schön für dich. Da ist auch niemand. Hallo Rosa, ich hab dich gesucht. Meinst du und Lysanne, ihr könnt uns vielleicht zwei lange Vorhänge besorgen, die wir während des Konzerts als Abtrennung für den Backstage-Bereich verwenden könnten? Oh, du meinst, um sie hinter die Bühne zu hängen? Ja, das wäre doch bestimmt super, oder? Ja, tolle Idee. Außerdem hat Light von der letzten Lieferung noch Stoff übrig. Ich wusste nicht, was er damit machen sollte. Wirklich? Meinst du, er könnte sich darum kümmern? Ja, klar. Gib uns 3 Tage und du hast deine Vorhänge. Okay, vielen Dank. Wir bräuchten allerdings noch eine Gardinenstange, um den Vorhang aufzuhängen. Könntest du nachsehen, ob es im Geschenkshop gibt? Okay. Oh, nicht zu danken. Haben wir noch Danke gesagt? Oh. Oh, nicht zu danken. Es ist doch selbstverständlich. Die Jungs müssen sich schließlich auch vor dem Konzert umziehen. Oh Mist, ich habe vergessen, mit ihnen darüber zu sprechen. Keine Sorge, wir überraschen sie mit den Outfits. Aber okay. Also, gehen wir. Zum Geschenkshop. Und holen uns diese Stange. Für $30. So. Beiß mir ja nicht in den Finger, Katze, sonst kriegst du Ärger mit mir. Also, gehen wir mal rein. Und? Hast du die Sache verdaut? Welche Sache? Dass Nathaniel in der Band ist? Nein. Du bist echt ein hoffnungsloser Fall. Ich habe dich eben mit so einer Blondine reden sehen. Wer war das denn? Ja, das war ein Mitglied von Lysannas Fanclub. Ach, Nina, von der hat er erzählt. Und weißt du, was er von ihr hält? Oder vielleicht hast du nach dem Konzert auch einen Fanclub? Ich hoffe, du hast nach dem Konzert nicht auch so einen Fanclub. Vielleicht hast du nach dem Konzert auch einen Fanclub. Und wer sagt dir, dass ich nicht auch schon einen habe? Du? Das würde mich wundern. Du bist echt zu schwierig. Es muss nicht jeder deiner Meinung sein. Ja. Wer war das Mädchen, mit dem du eben geredet hast? Sie sah aus wie eine Puppe. Ein Fan von Lysander. Ich glaube, sie zieht sich so an, um ihm zu gefallen. Er steht hier jedenfalls gut. Yep. Wir fangen morgen mit den Proben an. Stör uns dabei bloß nicht. Ich werde daran denken. Manchmal möchte ich mich auch so anziehen, aber ich weiß nicht, ob mir das steht. Probier es mal aus, dann werden wir sehen. Wo bleibt Rosalie? Ah, ist Nina gegangen? Ja, ich glaube schon. Kennst du sie schon lange?
Nein, nicht besonders. Sie war auf einem Konzert von mir und seitdem ist sie oft da, wenn ich nach Hause komme. Sie verfolgt ihn bis nach Hause? Aber stört dich das nicht? Nein, sie ist eigentlich ganz nett und ich bin sicher, das geht wieder vorbei. Wenn du das sagst? Ja, sie hat sich da was in was verrennt. Und ich glaube nicht, dass wir sie so schnell wieder loswerden, also. Genau. Ich habe so ein Mädchen auf dem Hof gesehen. Weißt du, wer das war? Sie heißt Nina und ist ein Fan von Lissana. Wirklich, Lissana hat seine eigenen Fans? Sieht ganz so aus. Wusstest du, dass er schon mal aufgetreten ist? Ja, ich habe davon gehört. Vielleicht hast du nach dem Konzert ja dann auch einen Fanclub oder ich hoffe, du hast nach dem Konzert nicht auch einen Fanclub. Ich sag jetzt mal das. Du hast nach dem Konzert bestimmt auch einen Fanclub, Nathaniel. Ich hoffe nicht. Das wäre mir unangenehm. Ja. Also Melodie hast du ja schon in der Tasche. Ich bin auf die Bühne gestiegen, um die Stange anzubringen. Ah ja, genau. Die Stange haben wir auch noch im Petto. Jetzt muss Rosalia nur noch die Vorhänge aufhängen, sobald sie fertig sind. Ach, da bist du ja. Ich habe gerade die Maße für die Vorhänge genommen. Wenn man vom Teufel spricht, dann hat Leid also zugestimmt. Ich war mir sicher, dass er einverstanden sein würde. Ich muss jetzt aber wirklich nach Hause. Okay, bis morgen. Ich gehe jetzt auch mal nach Hause. Gut. Ja, das kommt langsam. Wie eine richtige Bühne sieht es noch nicht aus, aber es kommt. Gehst du nach Hause, Rich? Ja, ihr etwa nicht? Nein, wir haben gerade meine Audioanlage hergebracht, weil die anderen die fürs Konzert brauchen. Wir gehen aber auch gleich nach Hause. Okay, verstehe. Bis morgen. Bis morgen. In nicht mal 4 Tagen sind wir schon wirklich weit gekommen. Und ich kann es kaum noch erwarten, bis im Keller alles für die Probe bereit ist. Am nächsten Tag hörte man am Ende des Flurs her Musik. Ich gehe gleich einmal dorthin nachsehen. Ja. Die Musik hat plötzlich aufgehört. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Zieh ab, den mache ich fertig. Was ist denn passiert? Nichts, ein kleiner Unfall, das ist alles. Was denn genau? Einer der Trommelstöcke ist mir aus der Hand gerutscht und hat Kastje getroffen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Oh, was für ein Zufall. Wehe, du wagst es zu behaupten, das war ein Unfall, du Vollidiot. Oder Volltrottel. Steht hier. Das habe ich vorhin schon gesagt. Da muss ich Kastje ausnahmsweise zustimmen. Schon allein, wie er gelacht hat. War das sicher mit Absicht. Ach, die zwei. Soll ich lieber gehen? Mir ist das hier nicht ganz geheuer. Keine Sorge, Iris. Es ist alles in Ordnung. Da wäre ich mir nicht so sicher. Hoffen wir, dass der zweite Trommelstock in Nathaniels Hand auch bleibt. Eieiei, Nathaniel. Hätte ich ja gar nicht von dir erwartet. Er lacht natürlich. Aber da habe ich so meine Zweifel. Gut, Musikanlage. Wir machen eine Pause. Ich verstehe wirklich nicht, wie Nathaniel so etwas tun konnte. Vielleicht ist ihm wirklich nur der Trommelstock aus der Hand gerutscht. Das glaube ich nicht. Ich hoffe, die kriegen sich wieder ein. In so einer Atmosphäre möchte ich echt nicht spielen. Ich könnte mit Nathaniel reden. Das wäre nett. Dann gehe ich mal in den Keller zurück. Mach dir keine Sorgen. Eieiei. Was? Sie sind nicht mehr da? Mist. Ich wollte gerade wieder nach oben gehen, aber etwas im Keller hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auf der Bühne lag eine Zeitschrift. Ich habe sie aufgehoben. Auf dem Cover war ein reißerischer Titel gegen eine neue Band zu lesen. Darf man fragen, was du da machst? Oh, tut mir leid, jemand hat das hier herumliegen lassen.
Das war ich. Und warum hebst du das auf? Die Zeitschrift ist schon 3 Monate alt. Ich bekomme gute Laune, wenn ich das lese. Sonst noch Fragen? Nein. Kann ich sie dann jetzt wieder haben? Ja, klar. Danke. Er ist plötzlich so echt abweisend. Und vor nicht mal 5 Minuten hat er sich noch so aufgeregt. Der Rest der Woche ging schnell vorbei und die nächsten 2 Wochen auch. Plötzlich stand schon das Konzert vor der Tür und einen Tag vorher lagen bei allen die Nerven ziemlich blank. Vor dem großen Tag mussten wir noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, woran mich Kim netterweise erinnerte, als ich in die Schule kam. Ein Getränkestand? Ja, es wird schließlich voll im Keller und da haben die Leute bestimmt Durst. Wir können einen Stand im Treppenhaus machen. Ich kümmere mich schon darum. Aber wir brauchen noch Getränke. Und du möchtest, dass ich welche kaufen gehe? Ja, bitte, wenn das geht. Okay, aber dafür bekomme ich beim Konzert kostenlos was zu trinken. Wofür hältst du mich denn? Das ist ja wohl klar. Okay, ich gehe da mal einkaufen. Danke. Ich warte am Ende des Flurs auf dich. Okay. Gut, einkaufen. Also Geschenkeshop. Alles findet man im Geschenkeshop. Eigentlich sollte das irgendwie anders heißen. Sehr viele Flaschen. So. Dann gehen wir doch mal. Kaufe Flaschen im Geschenkkorb, bla bla bla. So. Flur 2. Und bereit für morgen? Ja, kann man so sagen. Hast du Lampenfieber? Warum sollte ich? Ich bin's gewöhnt, dass mich alle angucken. Castiel! Mann! Hier sind die Flaschen. Super, danke. Dann haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Bist du sicher, dass nichts fehlt? Das Konzert ist schon morgen. Da wäre es schade, wenn wir etwas vergessen hätten. Bestimmt, ich kümmere mich um den Getränkestand. Melody notiert auf dem Hof die Namen der Besucher und verwaltet die Kasse für den Eintritt. Und Rosalia macht mit Alexi die Outfits fertig. Die Outfits. Sie hat also wirklich extra Outfits genäht. Ja, zusammen mit Alexi. Aber wir haben den Jungs nicht gesagt. Nur Iris weiß Bescheid. Ich glaube, sie werden nicht gerade begeistert sein. Ja, das ist ein Grafikfehler. Gehen wir mal runter. Schon besser. Ja. Jetzt müssen wir entweder Rosalia finden. Ah. Hallo. Rich, nachdem ich gesehen habe, wie groß das Engagement in der Schule für dieses Konzert war, möchte ich auch einen Beitrag leisten. Oh, wirklich? Ja, ich habe mir überlegt, ich bringe noch zusätzliche Scheinwerfer an. Die schalten wir ein, sobald das Konzert anfängt. Vielen Dank, Mr. Ferris. Gern geschehen. Wow, jetzt haben wir sogar eine super Beleuchtung. Toll! Du hast also wirklich Outfits für die Band zusammengestellt? Ja, Alexi hat mir dabei geholfen und Light hat sie genäht. Es war also wirklich Teamarbeit. Kann ich sie vielleicht mal sehen? Morgen, vor dem Konzert. Eher nicht? Nein, ich habe eine Überraschung für dich und die möchte ich dir nicht verderben. Eine Überraschung. Was ist es denn? Wenn ich es dir verrate, ist es ja keine Überraschung mehr. Schade. Komm vor dem Konzert direkt zu mir. Ich bin dann im Keller hinter der Bühne. Okay. Dann bis morgen. Hihi, ich kann's kaum erwarten. Und ich erst. Am nächsten Tag konnte ich nur an 2 Dinge denken: Rosalias Überraschung und das Konzert. Wäre ja auch dumm, wenn sie an nichts anderes, an etwas anderes denken würde. Das sollen wir wirklich anziehen? Und das sind das Haarspangen? Muss ich die etwa auch tragen? Alle Mitglieder der Band und Rosalia und Alexi sind da. Ja, damit werdet ihr echt super aussehen.
Sie sprechen wohl von Outfits. Wir haben uns echt Mühe damit gegeben. Sowas ziehe ich bestimmt nicht an. Da verdeckt ja selbst der Bikini von Emma noch mehr. Okay. So etwas trage ich normalerweise nicht. Ist das durchsichtig? Oh, oh, oh. Keine Widerrede. Ihr könnt doch nicht so auf die Bühne gehen, ohne euer Outfit zu, ohne dass eure Outfits zusammenpassen. Rich, zieh deins auch mal an. Mein Outfit? Welches Outfit denn? Das war die Überraschung. Weil das alles deine Idee war, habe ich dir auch ein schönes Outfit gemacht. Hier, zieh mal an. Okay. Sie hat mir eins gemacht, aber ich muss es trotzdem bezahlen. Sehr nice. Was muss ich dann? Ja, sieht ein ziemlich komisch aus. Obwohl, hübsch. Nee, schon nicht. Also, Hut aus. Ich kann ja die Spange hier verwenden. Ich Haare ab. Ja, Strumpfhose. Nee, Strumpfhose lasse ich besser nicht an. Das auch nicht. Könnt ihr hier drunter anziehen. Und lieber die blauen. Nee, passt alles gar nicht. Die Handschuhe muss ich nach Hause sehen. Ja. Die Handschuhe finde ich hier, oder? Ja. Aus. Ah, das muss ich noch anziehen. Gut. Bestätigen wir das. Und gehen wieder zurück zum Konzert. Ihr sehen könnt, ich habe die Haare geändert, weil es einfach, weil ich finde, die violetten und pinke Augen passt irgendwie nicht zusammen. Darum habe ich sie jetzt in braun gewechselt. Umwerfend. Und warum musste ich es bezahlen? Oh, das Nähen ist kostenlos. Der Stoff leider nicht. Teuren Stoff hat sie verwendet. Das steht dir echt gut. Du könntest glatt mit uns auf der Bühne, auf die Bühne kommen, wenn wir alle die Outfits von Rosalia und Alexi anziehen würden. Meinst du? Ja, du könntest mit Lysanna singen. Nein, das ist nett, aber lieber nicht. Das wäre echt super. Seid ihr Jungs auch einverstanden? Ich würde das aus ein paar Gründen nicht machen. Und zwar erstens, wir haben da nicht geprobt. Zweitens will ich mich da nicht aufdrängen. Und drittens, ich wüsste nicht, also ich weiß, wir wissen ja nicht, ob unser Charakter überhaupt singen könnte. Also von dem her, nein, das ist nett, aber lieber nicht. Eine weise Entscheidung. Du hast schließlich nicht mit uns geprobt und ich fürchte, wir haben keine Wahl und müssen dieses Zeug anziehen. Bitte, Iris. Ladies first. Toll. Ich kann's kaum erwarten. Okay. Hey Leute, beeilt euch. Es geht gleich los. Mist. Warte, Rich. Ich wollte dich um etwas bitten. Ja, was ist denn? Melody hat eine Liste mit den Namen der Gäste. Könntest du vielleicht nachgucken, ob meine Eltern auf der Liste stehen? Ja, natürlich. Ich gehe Melody sofort fragen. Danke, du bist meine Rettung. Wenn sie herausfinden, dass ich die letzten 3 Wochen mit Schlagzeugspielen verbracht habe, bekomme ich echt Ärger. Ja, und das wollen wir verhindern. Mhm. Hallo, Nathaniel hat Sorge, dass seine Eltern zum Konzert kommen könnten. Kannst du uns Bescheid sagen, falls sie auftauchen? Ja, natürlich, aber keine Sorge. Ich glaube nicht, dass sie wissen, was in der Schule los ist. Danke. Das Konzert fängt an. Du solltest gehen. Kommst du nicht mit? Es sind noch nicht alle da. Ich warte hier lieber noch ein bisschen. Okay, wie du möchtest. Gut. Wow, so viele Leute. Das Licht ist ausgegangen und Iris, Kerstin, Nathaniel und Lissana sind auf die Bühne gekommen.
Sie haben mit einem ziemlich bekannten Stück angefangen und danach ihre eigenen Lieder zu spielen. Ich konnte meinen Blick nicht von Lissana wenden, ich konnte meinen Blick nicht von Cassie werfen, ich konnte meinen Blick nicht von Nathaniel werfen. Nun, das ist ja hier wohl klar. Von Cassie. Ungewohnt. Aber es steht ihm gut. Und hat er die Haare zusammengebunden? Okay. steht ihm nicht schlecht. Er war wirklich cool. Das Konzert hat 1,5 Stunden ohne Pause gedauert. Ich glaube, der Band hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Als sie danach hinter der Bühne verschwunden sind, mussten sie sogar noch einmal für eine Zugabe zurückkommen. Das Publikum war begeistert. Und die Bühne verschwindet. Nach und nach hat sich der Keller wieder geleert. Ich bin auch nach oben gegangen, um die Band erstmal in Ruhe durchatmen zu lassen. Und da ist die Bühne wieder. Super. Gehen wir mal raus. Es war zwar ganz schön viel Arbeit, aber wir haben es geschafft. Hast du gesehen, Rich? Lissana war einfach super, oder? Oh, hallo Nina. Ja, die ganze Band war toll. Ich geh mal zu ihm. Er ist immer noch im Keller, oder? Ja, aber vielleicht möchte er sich ein bisschen ausruhen. Sie ist gegangen, ohne mir weiter zuzuhören. Ich sollte ihr lieber hinterhergehen. Ich wollte gerade ins Schulgebäude zurückgehen, als mich jemand leicht angerempelt hatte. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche Castiel. Hast du ihn gesehen? Was? Wer ist das? Und warum sucht sie Castiel? Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Super, du hast Episode 14 beendet. Du hast das Poster gewählt, das den meisten Leuten gefallen hat. Deshalb bekommst du ein exklusives Geschenk. Du findest da in deinem Kleiderschrank die Haarspange Schädel. Super. Bis bald mit Episode 15. Die Episode beenden. Gut, ich zeige euch jetzt noch schnell die Spange. Und dann ist diese Episode, wie schon gesagt, zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wann die nächste erscheinen wird, weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen warten, bis ich wieder genug APs habe. Für diese APs muss ich ja schon ein bisschen länger sparen. Genau, und vergesst nicht, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Nach und nach werden neue Teile der Fanfiction hochgeladen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye!